So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindfort. Und zwar heute ist der Ruben wieder bei uns. Das Projekt Audi Coupé geht weiter. Ja. Hi, ich bin schon wieder, ich bin leider schon wieder da, also von daher müsst ihr mich wieder ertragen. Na, also die ganzen Videos, also eins muss ich mal sagen, sehr, sehr, sehr sympathisch. Ja, es freut mich. Ich muss sagen, vom Feedback her vielen, vielen Dank. Also das freut mich natürlich auch zu lesen, weil ich lese ja wirklich jeden Kommentar. Und ich beantworte sie sogar. Da bin ich schon immer so, werde ich immer so ein bisschen rot sogar, wenn ich das lese. Also von daher vielen, vielen Dank. Also ich weiß das wirklich zu schätzen. Und ich weiß auch, dass es das nicht selbstverständlich ist. Ja. Und ich bin ja immer sehr, sehr gerne hier, auch wenn die Anfahrt natürlich ein bisschen weiter ist für mich. Ne? Wie viele Kilometer hast du? Ja, es sind schon so, ja, boah, wie weit sind es? 510 oder 520 Kilometer. Okay. Also es ist schon ein Stückchen, aber für dich, da ist mir ja kein Weg zu weit. Ne? Da fahre ich, morgens los und bin jetzt schon wieder hier. Und, aber dank dem super Kaffee bin ich auch wieder jetzt total fit. Gut, du bist ja auch nicht einfach mit irgendeinem Auto gekommen heute. Ja? Nein. Das ist ein Überflieger. Na, da kann man sagen, dürfen wir sagen. Ein RSQ8. Ja. Ist schon ein super Reiseauto, muss man echt sagen. Also mit dem Auto, also ich sag mal, was so Strecken angeht, da ist echt wirklich super entspannt, kommt schon an. Aber da hat richtig Dampf. Ich bin dann auch so gefahren. Also das ist schon eine kleine Waffe. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also der ist auch ein bisschen Understatement trotzdem noch. Natürlich, klar, das Auto ist schon, das hat schon eine Präsenz, aber es ist jetzt nicht too much. Also ich vor allem, mit dem ich da bin, das ist ein Daytona Grau. Mhm. Also eher noch eine dezente Farbe. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr schickes Auto, muss man sagen. Thema? Schickes Auto. Apropos schickes Auto. Ja. Du hast sowieso ein schickes Auto, haben auch viele Zuschauer geschrieben, dass dein Basismodell schon sehr, sehr, sehr schön aussieht. Ja, also da muss ich auch sagen, echt der Marcel nochmal hier, also vielen, vielen Dank. Also der Marcel war ja derjenige, der das Auto vor mir besessen hat und auch die Grundzüge halt genauso aufgebaut hat. Der hat echt da ein super, super Gespür gehabt und hat echt einen klassen Job gemacht. Also bin ich echt da dankbar, dass du mir das Auto, dass ich das Auto abluchsen konnte. Weil es ist auch nicht alltäglich, dass man so eine Basis findet. Mhm. Ja, weil wenn wir bei 2.0 angefangen hätten, dann wäre das mit Essen Motorshow niemals was geworden, weil dann hätten wir ewig noch gebraucht, bis man die Basis gehabt hätte. Ja. Und zum Thema Motorshow, Essener Motorshow, ist Info von heute oder Stand von heute, die findet statt. Alles gut. Ich meine, wir drücken jetzt mal alle fest die Daumen. Ich drücke echt die Daumen, dass jetzt nichts mehr noch Schlimmeres passiert, aber ich wünsche es mir echt ganz von tiefstem Herzen und auch für die ganze Szene, dass das stattfinden kann, weil es ist natürlich dieses Jahr ist schon schwierig, es ist vieles ausgefallen, viele Treffen haben nicht stattgefunden und ich sag mal, wir als Community, wir brauchen schon nochmal so ein Event dieses Jahr, ne? Also das wäre echt toll, wenn das klappt. Also wir hatten auch dieses Jahr sehr viel vor, wirklich. Wörthersee, nicht Wörthersee, wir haben so viele Treffen in Hannover, die Messe und so weiter, aber alles abgesagt, alles. Ja, und das ist natürlich sehr doof. Sogar unsere Sommerfeste, was eigentlich normalerweise sehr, sehr, sehr gut ankommt, ist dieses Jahr ins Wasser gefallen. Sind also Autos hier. Klar. Deswegen ist das sehr kompliziert. Aber sollen wir zum Thema Audi Coupé beginnen? In der Zwischenzeit für euch, der ist ja ganz viel weitergelaufen. Also wir haben ja immer, ist es halt ja nicht so, dass wir uns alle vier Wochen nur treffen und dann ein Video machen, sondern wir sind ja permanent im Kontakt. Ja? Also fast täglich, ich würde sagen täglich, ne? Wo du mir Bilder schickst, wo ich dir was zurückschicke, wo wir quasi diskutieren, dann telefonieren wir, weil das ist ja im Prinzip, sagen wir, so ein permanenter Evolutionsprozess. Und beim letzten Mal sind wir ja so auseinandergegangen, dass wir so verschiedene Designs diskutiert hatten, mit Jean-Pierre auch, den rufen wir auch gleich nochmal an, also der kann heute leider nicht da sein, aber telefonisch ist er natürlich immer der Schokohase, mit Rat und Tat steht er zur Verfügung. Wir haben jetzt letztes Mal ein bisschen diskutiert mit der Kotflügelform und so ein paar kleinere Details noch. Mhm. Dann hast du mir gesagt, da haben wir nochmal im Nachgang gesprochen, das war glaube ich nicht im Video, dass wir mit der Motorhaube noch nicht so zufrieden sind und die ganzen Dinge, die haben wir jetzt weiterentwickelt. Ich muss auch echt sagen, euer Grafiker, der ist echt Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit der die Dinge immer umsetzt. Das ist echt krass. Also da hat man morgens eine Idee nach dem Frühstück und mittags hat man schon das fertige Ergebnis. Da muss ich sagen, Respekt, also das ist echt Wahnsinn. Und ich hätte vorgeschlagen, wir gehen mal die Dinge durch, die wir geändert haben seit dem letzten Mal, oder? Man muss aber dazu sagen, das sind wirklich, also auch deine Kollegen, also die Audi-Designer, manchmal haben die arbeiten auch da ziemlich aktiv.
Ja, privat, genau. Also privat, also jetzt nicht von, ja, vom Audi. Manchmal haben die wirklich so eine Kleinigkeit geändert. Du schickst mir das Bild. Ich guck, warum schickt ihr mir das gleiche Bild? Ja, wirklich. Das sind wirklich so Kleinigkeiten, ja, worauf die Industrie achtet. Ja. Ehrlich, ich habe nie drauf so extrem darauf geachtet. Und ich meine, ich würde behaupten, die Teile, die wir bauen oder bis jetzt gebaut haben, waren super, ziemlich cool. Ja, klar. Oder ich weiß nicht, ich fand es schon cool und ich sag mal, 21 Jahre auf dem Markt sagt schon alles. Ja, ja, klar, ja? Absolut. Ich meine, das ist ja auch, man muss auch sagen, das ist auch eine Sache. Ich bin ja mit den ganzen, also viele kennt ihr aus den Videos, ne? Also den Axel Pizza kennt er, den Stevie, dann kennt er den Andy Mint kennt er. Und das sind alles im Prinzip meine Privatfreunde auch. Und wenn ich irgendwas mit Design am Auto mache, also sei es auch an meinen privaten Autos, wenn ich eine andere Folierung mache oder eine Kontrastfarbe, ich lasse mich immer gerne inspirieren auch von den Kumpels, weil die haben halt alle wirklich Fahrzeugdesign studiert. Und die haben halt einfach durch ihre Ausbildung, die haben halt einen anderen Blick auf die Dinge. Am Schluss muss man dann für sich selbst immer noch entscheiden, was gefällt einem besser, weil es ist am Ende des Tages bleibt es Geschmackssache. Ja? Da gefällt einem das eine besser oder das andere besser. Man darf sich jetzt nicht einreden lassen, weil das ein Experte ist, das ist dann besser, sondern es ist immer noch Geschmackssache. Aber meine Erfahrung ist, die Jungs, die haben halt echt so viel Erfahrung mit Kleinigkeiten, wie du Details ändern musst, um doch eine andere Wirkung zu erzielen. Die wissen ganz genau. Und nachher rufen wir gleich den Philipp, das ist auch einer meiner Kumpels, den rufen wir mal an. Auf was der erklärt uns dann, auf was er bei so einem Auto generell achtet. Und da wird man erstaunt sein, wie der das zerlegen kann. Also rein so richtig systematisch. Aber was mich auch wundert oder mich stolz macht, wir hatten das Projekt gezeichnet, ja, und deine Kollegen, also die Jungs, die haben gesagt, das sieht schon richtig gut aus. Absolut. Und dann kam so ein kleines Aber, wo wir letztens zu dritt hier saßen mit Jean-Pierre. Ja. Er sagte, der würde die Kotflügel auch so sparen und hin und her. Ich dachte, nein, das mit der Verbreiterung und so weiter, so wie es ursprünglich war. Ja. Ja? Aber eins muss ich mal sagen, es sieht besser aus. Ja, das stimmt. Also, Jean-Pierre, du hast es recht. Ja, Jean-Pierre, gleich, ja. Wir werden es gleich, aber schauen wir hier vorab, also vielen Dank. Wir werden es ja gleich auch noch persönlich sagen, da hat Jean-Pierre echt recht gehabt. Bei diesem Überspannten ist ganz wichtig, wie das Verhältnis zwischen dem Winkel von der Seitenansicht ist und von der Rückansicht, wie stark quasi diese Überspannung, die Überwölbung ist. Und wenn man das Maß richtig wählt, und ich glaube, wir zeigen es euch ja gleich, wir haben jetzt ein ganz cooles Maß gefunden, dann sieht es halt richtig geil aus. Wenn man das Maß falsch wählt, dann sieht es richtig kacke aus. Was wir immer gemacht haben, was ich eigentlich sehr stolz bin für diese Info und dankbar für diese Info bin von euch, wenn wir Whitebody gebaut haben, haben wir die Verbreiterungen so nach außen gemacht. Mhm. Und ich habe immer versucht, die Radläufer, die Außenradläufer, immer gleich zu behalten. Die Designer oder die Industrie hat sich irgendwas dabei gedacht, dass die Radläufer so und so groß sind. Ja? Ich mache die ja nicht größer. Wofür? Wenn wir das Auto ein bisschen tiefer legen und so weiter, wird schon passen. Aber, ja, ja. Aber gleich werdet ihr sehen, was passiert ist. Ja. Und das ist wirklich ein Riesenunterschied. Wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich kann euch sagen, das ist echt ein Riesenunterschied, den ganz wenige machen in der Tuning-Szene, weil es normalerweise, wenn man jetzt nicht so ein Bodykit macht, auch ganz aufwendig, da kann man das eigentlich nicht machen. Das kann man machen, wenn man so ein Bodykit macht, aber das ist ein Kniff, der wirkt echt, wenn man die Bilder nebeneinander legt. Also da ist mir direkt aufgefallen, dass irgendwas anders ist. Und was ich auch noch mal sagen wollte, weil wir, damit ihr ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie dieser Ablauf ist. Generell ist das ja auch so, dass beim normalen Fahrzeugdesign, ne, das immer so läuft, da gibt es Entwurf, meistens gibt es in der Industrie dann sogar zwei, drei konkurrierende Entwürfe, die werden dann teilweise sogar als echtes 1:1 Modell gefräst aus Clay und dann gibt es Diskussionen, genauso wie wir das letzte Mal gemacht haben. Die machen erstmal ein ganzes Auto fertig. Ja, nee, also es gibt zuerst mal eine Vorab-Auswahl anhand von Grafiken und dann gibt es halt in der Endauswahl sind dann je nach Aufwand gibt es dann ein Modell, zwei Modelle, drei Modelle, die dann gefräst werden mit riesen Fräsmaschinen und quasi um einen echten räumlichen Eindruck zu erhalten. Und oft ist es dann sogar, dass man sogar auf der linken, auf der rechten Seite unterschiedliche Details hat, sodass wenn man das Auto dreht, man auch nochmal unterschiedliche Details darstellen kann.
Aber was ich damit nochmal sagen wollte, weil das hat man auch in den Kommentaren, haben wir das ja gelesen, diese Diskussion, die wir das letzte Mal gemacht haben, gerade das finde ich gut und das ist auch wertvoll. Oder zum Beispiel auch, dass Jean-Pierre danach bewusst teilweise eine andere Meinung eingenommen hat, um quasi auch auf Optionen hinzuweisen. Das läuft in echt genauso. Und so läuft das so lange, bis so ein Auto perfekt ist. Und ich kann euch auch sagen, wenn ihr so Autos von manchen Herstellern anguckt, ich würde niemals einen negativen Namen sagen, aber schaut euch einfach mal manche Autos an. Man sieht den Autos schon an, wie viel Energie der jeweilige Hersteller in den Designprozess gelegt hat. Da gibt es immer noch Geschmackssache, aber wie perfekt die Details sind, wie Linienanschluss finden, das ist die Qualität des Designprozesses. Und das sieht man auch in echt bei den Autoherstellern. Und so ein bisschen haben wir das jetzt hier eigentlich auch gemacht. Ja, also ich bin ehrlich, für jede Information, ob wir das umsetzen oder nicht, wirklich, wirklich dankbar. Ja. Ich muss echt mich hier an der Stelle bei dir sehr bedanken oder bei den ganzen Kollegen von dir. Ja, dass wir ein Projekt machen, ja, was wirklich so perfekt wie möglich wird. Ja. Ihr werdet auch in dem Video noch sehr, sehr, sehr viele Kleinigkeiten sehen, wo ich gesagt habe, das hat mich nie gestört. Ja. Und am Ende dachte ich, ey, ehrlich, die Jungs haben recht. Deswegen, das muss ich euch auch nochmal sagen, wir bauen ja dieses Auto im Jahre, wo Quattro 40-jähriges Jubiläum hat. Also dieses Jahr. 1980 war ja der Urquattro, wurde auf der Messe gezeigt. Und wir haben quasi 2020, haben wir im Prinzip 40 Jahre Jubiläum Quattro. Und das ist so ein bisschen ein Geschenk, was ich natürlich mir natürlich mache, aber auch euch, weil das ist so ein bisschen was man damals vielleicht so gebaut hätte. Ein RS2 Coupé gab es ja nie. Es gab ja nie ein RS2 Coupé. Mhm. Und was wir hier machen, ist ja quasi jetzt, so wie man heute einen RS, wenn ihr euch einen RS6 euch anguckt, einen RS7, die richtig, so richtig krass geil, massiv auf der Straße stehen, total breit. Im Prinzip machen wir auch die Formsprache jetzt der Kotflügel, die ihr gleich sehen werdet. Das ist im Prinzip übertragen, als wie wenn man heute ein RS2 Coupé bauen würde. Und das im Jahre, wo es 40 Jahre Quattro gibt. Das ist doch was Geiles. Und ich darf das bauen. Und du darfst es bauen. Ja? Das ist für mich, da macht mich sehr stolz. Also wirklich, und ich wusste gar nicht, dass jetzt 40-jähriges Jubiläum steht, bevorsteht. Meinst du, könnten wir vielleicht für die Messe in Essen ein Quattro besorgen? Also ich kenne ja ganz viele Leute, die ein Urquattro haben. Da kriegen wir schon was hin. Also ich sag mal, was wir so zwei haben. Ja, also das ist eigentlich eine coole Idee. Also ich kenne ganz viele, die privat auch einen haben. Also das wird kein Problem sein, so ein Auto zu besorgen. Und vielleicht können wir dann gucken, wir werden uns ja auch von der Grafik noch ein bisschen was einfallen lassen, vom Design, dass wir die vielleicht beides in der gleichen, im gleichen Style machen. Oh, und dann sieht man sozusagen alt gegen neu. Das könnte ganz geil sein. Oder? Ja. Finde ich schön. Gut. So, was machen wir jetzt? Ich bin jetzt... Jetzt pass auf, jetzt ist die Frage nur, wie fangen wir denn jetzt an? Ne? Weil wenn wir jetzt alles vorwegnehmen... Nein, also ich sag mal so, komm, wir machen jetzt ein bisschen hier so. Zack. So war es ja, ne? Ja. Genau, vielleicht vorab, wer ist Philipp? Also Philipp ist einer meiner Freunde. Okay. Und Philipp arbeitet bei dem gleichen Hersteller wie ich. Also ihr wisst ja wo man da arbeitet, ne? Der Unterschied zwischen Philipp und mir ist, dass ich ja bin ja so ein Ingenieurtypi und Philipp ist halt wirklich ein Vollblutdesigner, der es auch studiert hat und der das professionell macht. Also wir haben eben schon mal kurz darüber geredet, Philipp, wir sagen immer, wir gucken uns was an und wissen nicht so richtig, warum was gut aussieht, aber warum was nicht so gut aussieht. Und du bist halt der Profi, der das erklären kann. Und Philipp hat da ein bisschen Hand angelegt an dieses Design von dem Coupé. Also erstmal natürlich ein cooles Projekt, finde ich respektabel, ne? Dass ihr sowas macht, ist immer geil, so ein Projekt. Und als du mir das natürlich gezeigt hast, sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Also ihr habt ja das Auto tiefer gelegt und dann habt ihr ja die Radläufe, die der Wagen eigentlich hat, das Audi Coupé, habt ihr ersetzt durch diese Quattro-Backen. Das ändert erstmal komplett die Proportion von dem Auto. Und was mir dann direkt aufgefallen ist, was man hier eben machen könnte, wäre, weil dieses Material über dem Radhaus, was ja immer noch die Originalgröße hat von dem Ur-Coupé und der Quattro-Backe, also das Material oder die Fläche, die darüber stehen bleibt, die ist ziemlich groß, weil eben auch die Radläufe fehlen. Ich zeig's mal gerade mit dem Finger, das ist quasi, was du meinst, ist zwischen Radlaufkante und Motorhaube. Das Auto sieht ja quasi dieses hinten, Maß. Hinten wird es sogar noch auffälliger, ne? Okay. Weil hinten ist sehr, sehr viel Fleisch darüber. Das hier. Und
dann habe ich mir gedacht, warum macht er nicht das, was zum Beispiel so ein Singer 911er richtig geil macht. Ne? Der Singer, der hat ja auch die Rail, also das Auto tiefer gelegt, also massiv tief, so tief wie geht, und hat dann die Radläufe groß ausgeschnitten und damit quasi das Material abgebaut. Und das Geile ist dabei, dass das Auto eben deutlich besser dasteht und die Proportion wird halt besser. Ne? Ja. Und das ist ein Punkt, der mir direkt auffiel, das könnte man jetzt machen. Und dann noch so ein paar andere kleinere Punkte. Ihr habt ja die Übernahmetür, glaube ich, vom Original-Coupé. Ja. Ja. Und habt dann da so einen Balken durchgezogen. Das Komische ist nur, dieser Balken, der steht komplett im Netz. Ne? Also der hat keine Keilform. Und man sieht ja, das Auto zum Beispiel an dieser Schulterlinie hat eine gewisse Grundkeilform. Und dieser Balken dazwischen, der steht so im Netz, dass der fast aussieht, als würde der Wagen gerade Vollgas geben, ne? Während oben die Schulterlinie gerade bremst. Ne? Mhm. Also passt nicht zusammen. Und deswegen war nur meine Empfehlung, diesen Balken dazwischen rausnehmen und sich zu konzentrieren auf den hinteren Lufteinlass oder sich zu beschränken auf diesen hinteren Lufteinlass. Ja, das hatte ich dir ja mal so als kleines Photoshop gemacht. Ne? Ja, hier sieht man es klar. Genau, das und man sieht, dass das einen massiven Impact hat. Ne? Also das waren zwei Punkte. Und dann war nochmal ein Punkt, also die Seitenansicht vom Auto ist erstmal so in der Designerwelt das, wonach es sich zu richten gilt. Also wenn eine Seitenansicht von einem Auto gut aussieht, dann ist schon mal die halbe Miete. Ne? Mhm. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, der Seitenansicht, dass die Quattro-Backen, ne? diese Backen, die ihr da halt jetzt dem Audi Coupé gegeben habt, dass die etwas durchhängen. Ne? Und deswegen war meine Empfehlung, die ein bisschen mehr zu überspannen. Sowohl hinten als auch vorne, damit das eben in der Seitenansicht nicht durchhängt und dann sieht es auch dreidimensional, wenn man ums Auto rumgeht, besser aus. Ja. Ne? Was man vielleicht, das waren so drei Sachen, die ich da empfohlen hatte. Ne? Vielleicht Philipp, eins noch, was auch wichtig war, was du noch gar nicht jetzt erwähnt hattest, du hattest uns einen Tipp gegeben, mit dem wir haben ja beim letzten Mal relativ intensiv diskutiert, auch mit Jean-Pierre, ob man diese Backe als reine überspannte Fläche macht oder ob man nochmal so einen Zusatzradius reinmacht. Und da hast du uns nochmal auch gute Tipps gegeben, wie das Verhältnis zwischen den Winkeln und oben der Breite der Backe sein muss, dass es gut aussieht. Da hast du nochmal gesagt, okay, wie man quasi das so anpassen muss, wie man es beim echten Auto machen wird, sodass du quasi dann, dass die Wirkung kommt. Und genau, das ist jetzt hier auch schon verarbeitet. Richtig, ja. Ja, ihr hattet, glaube ich, beim ersten oder in den ersten Ständen hattet ihr quasi noch diesen Radlauf, genau, den das Audi Coupé hatte, plus die Backe. Ne? Ja. Und das ist so ein bisschen unentschieden. Ne? Also du hast dann halt wenig Backe und du hast wenig Radlauf. Und um es richtig krass zu machen, ist es besser, sich auf eins zu konzentrieren. Und da habt ihr euch für die Backe entschieden. Das finde ich auch sehr gut so. Ne? Ich meine zum Beispiel so ein RS6 hat das auch. Ne? Der hat ja auch eine fette Backe und hat nicht darunter nochmal einen Radlauf. Ne? Und dadurch wird halt die Backe dann so massiv. Und das hat er ähnlich gemacht und das war genau die richtige Entscheidung. Ja, ich hatte eben mal schon gesagt, im Prinzip ist dieses Auto für mich ist so, als wie wenn man heute das, was man sozusagen heute bei einem RS-Modell macht, wenn man damals mit dem Wissen, wenn man damals ein RS2 Coupé gebaut hätte. Sowas soll das für mich sein. Genau, richtig, ja. Genau. Mhm. Richtig. Cool. Und da seid ihr auf dem besten Wege hin. Ne? Ja, das sieht schon vorne aus. Schon mal, was es gebracht hat, überhaupt die Räder in das Auto, in den Körper reinzuschieben. Ne? Ja, Wahnsinn. Und das ist wirklich das Singer-Prinzip. Ne? Also es gibt ja viele, die wollen so ein bisschen sein wie der Singer. Ne? Die bauen auch eben diese Retro-Mods, schaffen es aber nicht ganz, weil sie haben jetzt eben nicht ganz so eingegriffen haben. Und der Singer 911, der sieht deswegen so geil aus, weil eben die Räder in den Körper reingeschoben sind. Ne? Und man sieht. Und deswegen, das war jetzt schon mal, das habt ihr gemacht im ersten Schritt und das finde ich total geil. Ja, jetzt gab es nur ein paar kleine Detailänderungen noch, die würde ich noch machen. Ja, warte, ich zeige nur gerade ich zeige euch noch genau, was wir meinen, weil zum einen wirkt das Rad jetzt viel, viel größer im Verhältnis, weil ich hier genau diese Fläche abgebaut habe. Die war ja bei unserem ersten Entwurf, war die halt noch viel, viel größer. Und jetzt hier wirkt das kleiner, dadurch wirkt das Rad größer und das Auto in Summe natürlich viel überspannter über die Räder. Ja, und jetzt kommt noch eins und das ist mir halt eben heute Morgen aufgefallen. Ja. Einmal die Radläufe, die sind sehr spitzköpfig. Ne? Das bedeutet, die sind so dreieckig. Und auch was da eben hilft, um Auto besser auf die Räder zu stellen, ist die quasi über dem Rad, also genau Zentrum Rad nach oben gepeilt lassen und auf den Seiten, an den Seiten ein bisschen aufziehen. Mhm. Und wenn du jetzt mal hin und her klickst, siehst du, was ich damit meine. Ja. Die sind in die Breite gezogen, die Radläufe. Ja. Ne? Und dadurch steht das Auto auch nochmal besser auf den Rädern. Ja, genau, ne? Seht ihr hier? Also wenn die nicht so spitzköpfig sind. Ne?
Und dann halt noch zwei kleine Änderungen, die ich empfehlen würde, ist eben die hintere Backe nochmal mehr zu überspannen, hinten ein bisschen runter. Ja. Und noch eins, was auch sehr wichtig ist, und da bin ich auch fertig hier mit meinem Mund. hinterm Hinterrad wirkt das Auto schwerer im alten Stand als vor dem Hinterrad. Und das liegt daran, dass ihr dieses schwarze Teil, dieses Lufteinlassteil, ja, ich hoffe, das hat eine Funktion. Hat es eine Funktion? Geht da Luft rein? Nein. Da machen wir noch eine Funktion, ja. Philipp, wir machen eine Funktion. Bremst, da bohren wir irgendein Loch. Da machen wir eine Funktion rein. Dass es noch eine Funktion bekommt. Ja. Ja, auf jeden Fall, dieses Teil habe ich ein bisschen skaliert nach unten und ein bisschen in die Länge gezogen. Und damit hat das quasi dieselbe Höhe wie dieses Feature hinterm Hinterrad. Ne? Ja. Und damit kommt da jetzt ein besseres Verhältnis zustande. Weißt du? Also da wirkt jetzt nicht mehr die Stoßstange schwerer als vor dem Hinterrad. Ne? Also das waren so die drei Punkte und dann wird das Ding richtig knackig. Ja, und hier? Du hast noch eine kleine Sache am Heck. Genau. Da habe ich auch dieses Feature, was ihr da habt, was die Stoßstange eigentlich einhaust. Ne? Aber ja, die ist schon geil. Also das Feature ist geil, oder? Bitte? Das Feature ist geil. Das Feature ist super, alles gut, würde ich auch lassen. Ich habe das nur nach außen geschlossen, also nach außen ein bisschen angehoben, damit das so nicht nach außen wie so ein Knochen auseinandergeht, sondern eher nach außen schließt. Ne? Mhm. Und das passt dann auch wieder besser zu eurem schwarzen Lufteinlass an der Seite. Ja, das stimmt. Aber die Endrohre, da werde ich eh nochmal was, da müssen wir eh nochmal, da bin ich heute ganz schlüssig, weil ich werde wahrscheinlich eine einflutige Variante machen und nicht eine zweiflutige, weil ich finde, das passt halt besser zur zur Zeit. Ja, stimmt. Aber ja, wahrscheinlich trotzdem richtig. Recht ist besser, das ein bisschen weiter reinzustellen. Ja, ja. Nee, ist geil. Also es wird auf jeden Fall ein geiles Ding. Ja. Bin gespannt. Nee, vielen Dank für die Tipps, wirklich. Also das ist gerne. Sehr, sehr... Ja. Ach, das macht immer Spaß. Das sind ja so Leidenschafts... Projekte und das macht immer Spaß, da zu helfen. Ne? Ja. Dankeschön. Super. Vielen Dank. Sollen wir den Job hier anrufen? Ja, Logo. Ja, okay. Morgen, Chef. Ha, jetzt. Aha, jetzt ist er. Ja, Kurvatschech, Belzek, was geht? Kurvatschech, sagt er. Ah, Probe, warte, Fabian, warte. Ich muss dir was zeigen. Was steht da? Weiter weg. Hinten steht auf jeden Fall Kurva. Man kann das nicht lesen. Ist das erste? Tico, Taco, Kurva. Ja. Tico, Taco, Kurva. Geiler Typ, ey. Ja. Na, Mädels, ich lasse euch in Ruhe, bin weg. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hab euch lieb. Ciao. Das geht nicht. Nee, ich seh euch nur. Ich seh kein Gesicht, ihr müsst die Kamera. Achso. Oh. Das geht, glaube ich, nur mit dem Handy. Ja. Viele kleine Änderungen. Ja. Und größere Änderungen. Ah, und du hast recht gehabt. Hase, du hast recht gehabt. Ja, ist gut. Mit den Kotflügeln. Glaub mir, der wird uns das immer vorhalten. Ich weiß, aber deswegen gehen wir es am besten gleich zu. Du hast recht gehabt. Ja. Aber ist wirklich so, oder? Ja. Aber die Kunst war daran, quasi die Breite und den Winkel abzustimmen. Bei dem ersten Entwurf, da hat der Winkel halt nicht gepasst. Und der Philipp Römers hat dann noch mal ein bisschen über die Winkel geschaut und dann sieht es richtig geil aus jetzt. Ja. Ja, was soll ich sagen? Na! Ruhe! Warte, ich sag dir was. Warte, ich dir ein bisschen. Ja. Schau mal. Ja, das ist geil. Ja, warte. Das hat der gezeichnet. Guck mal, jetzt allein die Heckpartie. Ja. Ah ja. Und guck mal, was mit dem Rad passiert. Das ist schon krass. Mach nochmal zurück. Ja. Und was er auch gemacht hat, der Philipp hat... Aber guck mal, Andreas. Ja, ja. Das Tismar Höher hatten wir ja auch schon mal. Die Höhe ist beim Golf 2, die Höhe ist super wichtig. Das muss nicht immer rund sein, sondern lieber höher. Ja, und was die A gemacht haben, dass der Philipp A gesagt hat, der hat die Räder jetzt weiter in den Body gestellt. Der hat quasi das Auto um 1 Zentimeter tiefer quasi das Rad weiter ausgeschnitten. Ja. Aber ich finde, das ist jetzt vom Design her viel krasser, oder? Was meinst du? Also ich finde es schon, das hört sich jetzt so arrogant an, also ich finde es so finde ich es super toll. Ich fand es vorher auch gut, aber also das zu erklären, vorher war es perfekt Tuning und jetzt ist es perfekt Audi. Ja, es ist so ein bisschen. Halt
perfekt, Tuning ist ja nicht schlecht. Ja. Auf gar keinen Fall. Aber so wie es da jetzt aussieht, sieht es halt wirklich aus, wie ein damaliges Rennfahrzeug gewesen wäre. Mhm. Wenn man das den Kunden anbieten kann, ist es ja eigentlich das, was, glaube ich, das breitere Publikum noch toller findet. Ja. Mhm. Weil so ist es ja wirklich, was ich am Anfang meinte, in der Kultur des Audi Motorsports zu Hause, das Bodykit. Und ich glaube, so eckt es nicht an. Es hat trotzdem die Wuchtigkeit, die Prior ja auch ausmacht, finde ich. Hat es ja vollkommen, aber es ist auch zu 100%, dass du drauf guckst und sagst, ach, ist das so gefahren in den 90ern? Nee, das ist aus 2020 das Bodykit. Ja. Und das finde ich halt geil. Ja. Ja. Und war da noch was Kleines geändert, was mir sehr gefallen hat? Ich weiß nicht, ob das dir gefällt. Warte, wir drehen wieder um. Warte, ich muss ein bisschen vergrößern hier alles hier. Ja. Mhm. Warte. Ja, es hat sowas vom 935, ne? Ja, warte, Sekunde. So, warte jetzt. Das war so. Ja. Ja. Und das hat der gemacht. Du siehst die Linien öffnen zunächst, ja, und hat er gemeint, das sieht hängend aus, und die hat er quasi zusammengefügt. Ja, super. Also so Kleinigkeiten, ne? Ich meine, vorher hat mir das auch schon so gefallen, ne? Also dir auch, ne? War ja abgesegnet, wollten wir so bauen, aber echt super, dass man wirklich sich hier und da eine Meinung holt. Und Das ist echt unglaublich. Aber ich habe die letzten 3 Tage sehr intensiv mit dem Thema Design beschäftigt, rufen mit dem Ivan. Aha, ja, kenne ich. Weißt du wer? Ja. Ja. Und somit war das sehr viel Thema gerade. Und da habe ich auch sehr viel gelernt, dass wirklich Millimeter können Änderungen bringen, die unglaublich sind. Aber das Auto sieht so schon sehr gut aus. Ja. Andreas, das sieht echt toll aus. Ja. Robert, was sagst du zu der Haube? Weil pass auf die Haube. Die Haube haben wir gesagt, weil da waren wir das letzte Mal nicht ganz so happy mit. Jetzt haben wir quasi eine Anlehnung an den Sport Quattro gemacht. Weißt du, vorne mit dem Lufteinlass hier und hier, wo der Turbo ist, quasi die asymmetrische Luftauslass. Warte, das sind so Lamellen im Lufteinlass. Warte, das siehst du jetzt nur von hier. Siehst du das? Ja, das Ganze ist echt gut. Warte, jetzt kommt Dings hier. Ja, geil. Okay, ja, perfekt. Wie viel sind die Lufteinlässe vorne an der Haube? Ich lass mich mal irgendwas gucken. Ich will mal was auf meinem Computer gucken. Sekunde. Ja. Ich glaube, ich würde den Steg, der dazwischen ist, den würde ich halbieren. Den in der Breite. Also ein bisschen dünner? Ja. Das heißt, den ein bisschen länger oder die ein bisschen näher zusammensetzen? Nee. Ich würde wegnehmen von der linken Seite. Ah, also hier. Genau. Und ich glaube, ich würde es mal probieren, den Steg zu halbieren in der Dicke. Weil der Steg wirkt so etwas schwer. Klobig. Ja, du nimmst Fleisch von diesem Steg halt einfach weg. Dreh mal das Auto auf die Seite, wo die Anhebung so beginnt. Schwierig, ne? Weil die Nase so abfällt und der Sport Quattro hat so eine stark stehende Haube, ne? Ja, weil der hat, genau, das war hier die, ehrlich gesagt, ist das Maximalmaß, was man an Höhe gehen kann, weil sonst wirkt so ein bisschen wie so eine Geiernase. Was ist denn, wenn man einfach das in die originale Haube integriert und da gar keinen Höcker drauf macht? Hm. Quasi wie das beim A1 ist. Also meinst du hier vorne? Ja. In diese, okay. Mhm. Aber trotzdem, das Auto sieht fantastisch aus. Ja. Ich meine, der hat jetzt hier in der Seitenansicht natürlich noch nicht die Änderung, genau, die wir eben besprochen haben. Das muss man jetzt noch ein bisschen. Aber wenn du mal guckst, Andreas, zeigen schon hier immer nochmal die Radhäufe, ein bisschen weiter von hinten, dass man sieht, wie das Auto über die Räder spannt. Toll. Naja, und wir haben die Wölbung hier weg. Aber ganz ehrlich, Jungs, das sieht wirklich besser aus. Ne? Ja, ist besser, das stimmt. Und andere Sache, was ich vielleicht machen würde, ich würde vielleicht mit die Haube mir erstmal aufsparen und erstmal das Bodykit so machen und die Haube später, weil ich kann mir vorstellen, dass die originale Haube dem Auto schon gut tut. Okay. Ja. Glaube ich. Gut. Ja, also wie gesagt, wir haben... Lass mich mal ganz kurz eine Sache, ein Detail gucken, ich bin sofort zurück. Sekunde. Okay. Ich hätte noch eine Idee. Welche? Und zwar würde ich die Öffnung, also jetzt wird es krimineller, okay? Soll ich mal ja. Die Öffnung, wo die Blinker und die Hebelscheinwerfer sitzen. Ja, hier. Nee, da unten, die hier. Die. Ja, genau. Ja. Die würde ich komplett eliminieren und würde dort Öffnung machen, wie beim Sport Quattro. In der Mitte auch, und das Kennzeichen wäre montiert auf dem Gitter. Diese Optik, wo wir uns ja so ein bisschen bedienen von,
mit den Kotflügeln und der ganzen Ästhetik und Architektur des Autos, da ist die Front jetzt von dem Coupé, ist eine Coupé-Front, aber jetzt kann man sich entscheiden, geht man in die Sport-Quattro-Front-Richtung oder geht man in die Coupé-Front-Richtung. Und ich finde das vom Denkansatz ganz gut, weil ich glaube, die Blinker außen, was sind das für Blinker? Das können, die findet man auf jeden Fall. Solche Blinker. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, stimmt, da müssen wir das sagen. Eine gute Überlegung. Aber siehst du, dann kann man sich nämlich beziehen auf die Stärke von in der Haube. Seht ihr, dass die auch dünner sind oben in der Haube? Ja. Und da hat auch die Wölbungen, siehst du? Das ist schlecht, weil das schlechte Qualität von dem Bild ist. Aber da ist eine Wölbung. Aber diese Wölbung ist bewusst attraktiver, weil die Haube ist linearer. Die Coupé-Haube ist allgemein bauchiger und deswegen ist die Wölbung auf der bauchigen Haube so ein bisschen fremdkörpermäßig. Und bei dem Kühlschrank, der Sportquattro ist ja eher ein Kühlschrank, ist es ja viel angenehmer, dort die Front rein zu integrieren. Ja, weil das Coupé hat das Problem, dass diese Linie hier, die fällt halt stark ab. Ganz genau. Und dann wirkt das halt ein bisschen, sagen wir mal, wie ein Kontrast. Genau. Das ist so, ja. So sieht's aus. Ja. Pass auf, ich mach nochmal, dass du uns beiden nochmal siehst hier. Guck mal. Ist auch besser. Das ist das Schönste am ganzen Video. Oh. Hast du schon mitgekriegt, Andreas lässt sich die Haare wachsen. Hat das schon erzählt? Komm. Nein. Ja. Aber am Kopf, ne? Nicht so hier. Nein, wirklich. Also ich lasse mir so ein bisschen die Haare wachsen und dann mache ich ein bisschen nach hinten. So Fokuhila. Aber das dauert. Ja, klar. Hast du eine Wette verloren oder was? Nein. Ich weiß nicht, ich guck mal. Okay, aber überleg mich das nochmal mit der Front. Ja. Machen wir. Das zeige ich mir noch. Wenn die Zeit noch da ist. Eigentlich wollten wir heute schon hier den Zuschauern das Endergebnis präsentieren. Aber. Und dann kommt der Spinner aus Dortmund. Nein, für Input ist immer cool. Ehrlich gesagt, das hilft ja. Beim letzten Mal haben wir, was das nochmal für einen Sprung gemacht hat, das Auto seit dem letzten Mal. Okay. Bis nächstes Mal. Ciao. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao. So, sind wir fertig für heute. Natürlich könnte man sagen, wenn man das jetzt bauen würde, würden die meisten sagen, ein richtig geiles Auto. Mhm. Aber diese letzten Prozent, die machen es zum perfekten Auto. Rufen, wir haben am Anfang, ganz am Anfang, wo ich das Projekt dir geschickt habe. Also, was hast du gesagt, Andreas? So bauen wir. Nichts ändern. Ja. Da sind so viele kleine Sachen reingeflossen. Ja. Kleine Sachen. Ja. Hier, da. Dass das Auto mir langsam wirklich extrem gefällt. Ja, wirklich. Und das wird die Bombe. Echt, das wird die Bombe, ohne Witz. Wenn ich das jetzt schon wieder sehe, ich könnte schon gleich wieder. Das ist aber nicht jugendfrei, was ich jetzt habe. Also von daher muss ich mich jetzt wieder zusammenreißen. Also ja, wir bitten noch ein bisschen um Geduld, weil viele haben geschrieben, ja, wann geht's los und so weiter, nicht nur reden. Aber wir wollen das Auto so perfekt wie möglich machen. Und das Wichtigste ist natürlich, dass euch das auch richtig wegballert. Genau. Unser Ziel ist es, wenn das Auto da steht, dass ihr sagt, richtig, ein richtig krasses Gerät. Und es ist ja nicht so, im Hintergrund läuft ja auch relativ viel schon, ne? Ach, mit dem Basisauto und so weiter. Also es ist nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit nur warten, sondern wir machen halt, was parallel geht, machen wir parallel. Mhm. Bei den Rädern haben wir uns was überlegt, das dürfen wir uns euch jetzt aber noch nicht so sagen, weil ein bisschen Überraschung muss ja auch noch sein. Na, da haben wir auch schon die ein oder andere coole Idee. Und im Endeffekt ist, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt dort die Energie reinstecken, weil wenn da die Perfektion drin ist, dann ist am Schluss in der Umsetzung, wird es dann umso geiler. Glaube ich auch. Oder? Und jetzt müssen wir was essen gehen. Ich habe Hunger. Katastrophe. Ich habe mich schon gewundert. Der Rufen sagt nichts. Ich hatte keinen Hunger. Doch, jetzt so langsam schon. Ja, ja, das war's hier aus Kamp-Lintfort. Vom Rufen und von mir. Und ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und ja, falls ja, lasst uns ein Like da, ein Abo, ein Kommentar oder was auch immer. Schreibt uns an. Wir freuen uns. Kommentare, also ich freue mich auch über jeden Kommentar, über jede Nachricht von euch. Und wir hoffen natürlich, dass das weiter verfolgt, das Projekt. Und es ist auch schön, falls irgendeiner zu Hause sitzt und sagt, zum Beispiel, wie gerade auch schon Pierre, Blinker weg und so Gitter rein. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt ruhig als Kommentar. Ja, bitte nicht per E-Mail, weil sonst das letzte Mal, wo ich einmal sowas gesagt habe, habt ihr uns sehr bombardiert. Also war wirklich ein bisschen viel. Aber als Kommentar.
wenn ihr coole Ideen habt. Ne? Genau, weil ihr, das ist ja unser gemeinsames Projekt sozusagen. Genau, ne? Ja, genau so ist das. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Peace.